Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Gründonnerstag. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, um an unserem Video-Gottesdienst teilzunehmen. Wenn Sie möchten, machen wir eine kurze Pause und Sie können sich Brot und Wein holen, damit wir miteinander das Abendmahl feiern können. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen, dass du da bist und dass wir bei dir sein dürfen. Gib du uns, was wir brauchen, und rüste uns aus mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung für heute, Gründonnerstag, aus Matthäus 26, die Verse 17, folgende: Das Abendmahl. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten zu ihm: Wo sollen wir dir das Passamahl vorbereiten? Er sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Stunde ist nahe. Ich will bei dir mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passa vor. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölf. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen: Herr, bin ich es? Er antwortete: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren werde. Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es, Rabbi? Er antwortete ihm: Du hast es gesagt. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das Abendmahl. Was bedeutet mir das Abendmahl? Für mich ist es zuerst: Ich habe Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist der lebendige Gott. Ich trete in Kontakt zu ihm und er tritt in Kontakt zu mir. In den Abendmahlsworten heißt es dann auch: zur Vergebung der Sünden. Jedes Abendmahl erinnert mich daran und spricht mir zu: Dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann in einem neuen Leben wandeln. Ich kann immer wieder neu anfangen. Das Abendmahl hilft mir dazu, mir das zu
immer wieder zu vergegenwärtigen. Das dritte ist für mich Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen ich Abendmahl feiere. Ich bin nicht allein, ich bin nicht allein unterwegs. Viele gehen mir voraus, gehen mir nach, gehen mir zur Seite. Wir gehen zu auf die ewige Welt Gottes. Und das ist auch schon das vierte für mich, Stärkung auf dem Weg. Mir wird Wegzehrung gegeben, damit ich weitergehen kann auf meinem Weg. In einem Lied heißt es, Herr, segne uns, denn der Weg ist weit. Der Weg in die ewige Heimat Gottes ist tatsächlich weit. Und deshalb brauchen wir immer wieder diese Stärkung. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder das Abendmahl feiern. Und das fünfte, der Zielpunkt, die ewige Welt Gottes beginnt mit einem Abendmahl. Ein großes Fest wird gefeiert werden. Wir werden eingeladen sein zum Tisch des Herrn. Er selbst wird uns Brot und Wein austeilen mit all den glaubenden Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch aus allen Rassen, Nationen, Völkern, groß, klein, dick und dünn. Wir werden mit ihm feiern. Darauf freue ich mich. Amen. Ehre sei dir, Christe. Unser Jesus Christus in der Nacht, der verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Als Abendmahlsgebet wollen wir das Vater unser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christi Leib, für dich und für mich gegeben. Christi Blut, für dich und für mich vergossen. Wir wollen Gott danken für die Gaben, die wir empfangen haben. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben dich und erheben dich, du Herr aller Herren und König aller Könige. Du hast uns berufen, deine Kinder zu sein, und nun sind wir Gäste gewesen an deinem Tisch. Stärke und geleite du uns durch die Tage unseres Lebens, bis wir einst mit allem Heiligen versammelt sind, im ewigen Leben bei dir, dem himmlischen Vater. Großer, wunderbarer Gott, danke, dass wir diese Hoffnung in uns tragen. Amen. Und nun geht hin im Frieden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. War in göttlicher Gestalt, und doch entschlug er sich der Hoheit und Gewalt, ließ Herrlichkeit und Reich und ward ein Mensch, ja gar dem ärmsten Menschen gleich. Jetzt ist er wiederum erhöht, jetzt beugen sich vor seiner Majestät die Knie derer, die auf Erden, die in des Himmels weitem Schoß und unter uns gefunden werden. Ach, jeder sei also, wie Christus war, gesinnt, und lasse sich vom Hochmut nicht bestricken, den Gott erhöhen soll, der muss sich erst sich bücken. Den Gott zum Größten macht, der wird vorher ein Kind. Gott ist, der auf das Niedre sieht. Er liebt ein Herz, wo Demut blüht. Und was sich diese weit erhöht, eh zu seiner Zeit. Er hat die Welt aus nichts gemacht,
der Herrin auch in Acht, wer sich für nichts in seinen Augen hält, den wird der Gott in jenem Leben zu alles machen und erheben. Drum strebe nicht mit blindem Ringen nach eitlen Dingen. Was sind sie? Falsch und flüchtige Schatten. Dort wird sich erst Bestand und Wesen gatten. Räumt aber ja die Welt, die Ehre dir schon hier und ohne Suchen ein. So lass die Würde nicht des Hochmuts Stütze sein. Liebet, ihr sucht die Hoheit, ihr zu früh, zu früh.